Oh, ich hatte voll den Albtraum. Warum ist meine Hand gelb? Oh, Leute, ich hatte gerade einen Albtraum. Ich war einfach nicht mehr lila, sondern gelb und ich bin irgendwie gelb geworden. Und meine Freunde hatten auch andere Farben. Oh mein Gott, Leute, ich muss schnell meine Freunde fragen, ob sie auch eine andere Farbe haben. Oh mein Gott, Leute, Braxy sitzt da auf der Stange. Oh mein Gott, schnell, schnell, schnell. Und er ist blau. Braxy, Braxy. Odi, wieso bist du gelb? Wieso bist du blau? Weiß ich nicht, ich bin aufgestanden und war dann einfach blau. Wo ist meine Farbe, Braxy? Ich habe keine Ahnung. Oh nein, Leute, wisst ihr vielleicht, wer meine Farbe hat? Dann schreib es mir doch jetzt schnell unten in die Kommentare. Und falls du ein Ehrenabonnent bist, dann habe ich jetzt hier einen Satz für dich, den du finden musst und mir unten in die Kommentare schreiben musst. Und ich würde mal sagen, Leute, habt ihr schon herausgefunden, wer meine Farbe hat? Oh, Braxy, komm schnell, wir müssen zu Lumi. Oh, wo ist der denn? Lumi? Ich habe keine Ahnung, er muss doch zu Hause sein. Guck mal den da an, Lumi. Ah, Odi. Oh, was machst du denn da oben, du Doofkopf? Ich bade im blauen Wasser, damit ich wieder blau werde, weil ich bin lila. Du hast meine Farbe, jetzt komm mal da runter. Braxy hat deine Farbe und ich habe Braxys Farbe. Wie ist denn das passiert, Jungs? Oh, ich glaube, da hat uns jemand heute Nacht angepinselt. Oh Mann, dann bin ich auch ins Wasser. Oh, das macht doch keinen Sinn, Odi. Wir müssen herausfinden, was passiert ist. Ja, stimmt. Aber woher sollen wir das denn wissen jetzt auf einmal? Kontrolliert alle mal eure Taschen. Los! Okay. Leute? Ich hab nichts. Was ich dann? Auch nicht. Ich hatte ein Buch in meiner Tasche. Ein Buch? Du liest doch keine Bücher. Ich kann auch Lumi. Nicht. Ich kann auch nicht lesen. Lumi, liest du vor. Mann, Braxy, gib Lumi das Buch. Ja, beruhig dich. Da steht drin, um eure Farben wiederzubekommen, müsst ihr ein Haus bauen in euren neuen Farben. Psst, hinter Schleimis Haus ist ein Portal zum Baubattle. Was? Was? Hinter Schleimi? Das war Schleimi! Na, warte! Schleimi. Los, auf zu Schleimi, dem Dummkopf! Schleimi, mach die Tür auf! Schleimi! Schleimi! Mach die... Hä? Oh nein, Leute, Schleimi ist doch verreist zu seiner Omi. Ach, stimmt, aber... Stimmt. Leute. Was denn? Hier ist wirklich ein Portal. Oh nein, Leute, ich will meine Farbe wieder, aber ich will da nicht reingehen, Leute. Ihr habt doch schon mal... Habt ihr schon mal in den Nachrichten gehört, was man über diese Portale sagt? Die sagen, wenn man da reingeht, dann explodiert man einfach. Was? Oh nein. Ja, stimmt das? Ich weiß es nicht. Dann geh du doch mal zuerst rein und findest heraus. Ich will zuerst reingehen, du Doofkopf. Geh du zuerst rein. Oder okay. Ich spiel Schere, Stein, Papier. Papier, Schein, Stere. Genau, okay. Seid ihr auf drei, sagen wir, was wir haben, okay? Okay. Eins, zwei, drei. Stein. Ah! Und? Braxy ist drin. Lumi, wir müssen rein ihn retten. Los. Und los geht's. Und zack. Oh mein Gott, Leute, was passiert hier? Leute, wo sind wir hier? Oh mein Gott. Ich habe keine Ahnung, aber das ist meine Farbe hier. Da hinten ist meine Farbe eigentlich. Okay, Leute, ich glaube, das Buch hat nicht gelogen. Das Portal war da und wir sind beim Baubattle. Ich glaube, Leute, wir müssen heute ein Haus bauen. Da wir ja neue Farben haben, müssen wir, glaube ich, uns ein neues Haus bauen. Oh Mann, ich muss mich beeilen. Okay. Ich will meine Farbe zurückhaben. Ich will auch meine Farbe zurück. Leute, wir starten los und der, wo das beste Haus hat, darf entscheiden, welche Farbe er nimmt, okay? Okay. Dann fangen wir an. Los geht's. Und wir haben hier ein Baumenü und da schreibe ich jetzt einmal gelb rein. Und da haben wir alles, was wir brauchen, Leute, für unser Baubattle. Und das benutzen wir natürlich auch alles. Hier Glas, Bett, Vorhang und... ja, Beton. Ah, haben wir schon. Okay, das wird erstmal reichen, Leute. Und wir fangen an. Oh, Braxy hat ja schon eine ganze Wand. Das ist übel unfair, Leute. Okay, ich werde das beste Haus der Welt bauen, Leute. Nein, meins wird das Beste. Meins wird so cool. Da werden eure nachts stinken davon.
Das hast du nicht gesagt. Doch, das hast du nicht. Ich werde in mein Haus Bananen reinbauen, weil Brexy, du magst Bananen. Das wirst du nicht machen. Doch, das werde ich. Oh, wie fies von dir, Odi. Das ist wirklich gemein. Leute, wir bauen jetzt Holz, weil ich baue ein Bananenhaus. Weil Bananen sind gelb und braun. Da passt das Holz perfekt dazu, Leute. Wenn ihr das auch denkt, dann lasst doch mal jetzt schnell ein Like da. Und vergesst natürlich nicht zu abonnieren, Leute. Schnell, schnell, schnell. Okay, wir machen besser weiter. Oh, was baut Lumi denn da, Leute? Irgendwie so eine ganz kleine Grotte. Und Brexy hat auch schon ein Riesenhaus. Oh, wir müssen uns echt beeilen, Leute. Los geht's. Machen wir hier Holz. Batz, 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 batz. Easy peasy, Leute. Das wird das schönste Haus der Welt. Und ich glaube, da wir ja in dieser Parallelwelt sind, Leute, können wir sogar fliegen. Oh, das ist richtig cool. Jungs, wie weit seid ihr? Was denkt ihr? Werdet ihr gewinnen oder werde ich gewinnen? Ja, ich werde auf jeden Fall gewinnen. Nein, ich werde gewinnen. Niemals. Brexy, nein, Haus sieht ich. Blöd aus. Du hast ja noch nicht mein Haus. Doch, guck ja, mal. Ja. So ein Bananenhaus wird das. Leute, ich habe eine Idee. Soll ich mal Brexy pranken? Oh, warte. Da wir ja hier alles haben, haben wir auch TNT da. Oh mein Gott. Oh, wir brauchen noch ein Feuerzeug. Oh, mein Haus wird so cool. Brexy, darf ich mal reingehen und gucken? Okay. Hm? Oh, mit Vorhang. Hey, willst du mir nachbauen, du Doofkopf? Oh, Brexy, das mit den Vorhängen, das war eigentlich meine Idee, du Doofkopf. Oh, tut mir leid, soll ich die wieder wegmachen? Ich mach sie gerne für dich wieder weg. Du bist doch mein Freund, Odi. Guck. Nein, nein. Das stimmt gar nicht. Hör auf jetzt so zu lügen, Brexy. Du magst Odi eigentlich gar nicht, hast du vorhin zu mir gesagt. Doch, ich mag dich, Odi, wirklich. Leute, was soll ich jetzt machen? Soll ich es sprengen oder nicht? Weil Brexy ist ja eigentlich echt ein guter Freund. Und Lumi auch. Ich lasse es erstmal sein, Leute. Wir wollen ja fair bleiben. Ich gehe wieder zurück. Tschüss. Tschüss, Odi. Wir gucken jetzt mal bei Lumi vorbei, Leute, was er hier baut. Lumi? Ja? Frage. Weißt du, was das hier ist? Was wird das, Odi? Das war natürlich ein kleiner Scherz, aber was soll das denn für ein Pupsi-Haus sein, Lumi? Das ist mein Haus. Warum? Guckt nicht. Das wird mein Haus. Okay, geh weiter. Dann baue ich jetzt meins weiter. Okay, Leute. Wie gesagt, wir müssen jetzt das beste Haus der Welt bauen. Und natürlich, Leute, bauen wir noch ein paar Pfeilen hier rein. Ohne dass die Jungs wissen, was hier abgeht. Los geht's. Oh, Leute. Schaut mal, wie weit ich schon gebaut habe. Hier ist der Eingangsbereich. Oh, das sieht so cool aus. Und Leute, schaut mal, was für eine Tür ich habe. Batz. Moment. Zack, zack. Und guck mal, wie cool die aufgeht, Leute. Süpp. Und da kann man hier reinlaufen und süpp. Und die geht wieder zu. Ganz automatisch. Okay, Leute, wir bauen jetzt hier natürlich noch Riesenfenster rein, damit wir natürlich unsere Freunde jeden Tag sehen können. Das ist ganz, ganz wichtig, seine Freunde immer zu besuchen, Leute. Und ich will natürlich das Baubattle hier gewinnen, Leute. Deswegen müssen wir hier richtig, richtig coole Sachen reinbauen, dass die Jungs auch hier wohnen wollen. Das heißt, ich darf dann entscheiden, was für Farben wir bekommen. Und ich will natürlich wieder meine Farbe haben, Leute. Das ist ganz wichtig für mich. Weil lila ist doch meine Lieblingsfarbe, das wisst ihr ja. Was ist denn deine Lieblingsfarbe? Schreib es mir mal gerne unten rein. Und wenn du auch... wenn deine Lieblingsfarbe auch lila ist, dann lasse ich sogar ein Like da. Okay, Leute, wir bauen jetzt das Dach fertig und dann können wir richtig, richtig coole Sachen hinbauen, womit mich dann meine Freunde bewundern können. Und los geht's. So. Odi, wie weit bist du eigentlich? Ich baue gerade mein Dach schon, du Blödkopf. Ich bin auch schon mit meinem Fenster gleich fertig. Hä, du hast doch ein Mini-Haus. Du bist doch schon längst fertig. Stimmt. Ich chill gerade. Ja. In der Sonne. Brexy, wie weit bist du? Bin gleich auch fertig. Wow, was hast du denn da gebaut? Voll cool, oder? Das sieht richtig cool aus. Oh, Leute, meins ist noch nicht so cool. Wir müssen uns viel, viel mehr Mühe hier reinstecken. Und los, los, los. So, das Dach ist fertig, Leute. Und jetzt kommen wir zu den coolen Sachen. So, erstmal brauchen wir hier Bananen. Ganz viele Bananen. Denn, Freunde, ihr wisst, mein Haus ist ein Bananenhaus. Weil Brexy mag Bananen. Und da wir seine Farbe haben, Leute, müssen wir dann natürlich so wie Brexy sein. So, dann brauchen wir noch ein gelbes Bett. Und das bauen wir am besten hier hin.
hierhin, hierhin und hierhin. Denn wir haben ein super duper Bett. Und dann machen wir hier Vorhänge hin und machen ein Himmelbett draus. Oh Leute, das sieht so cool aus. Mit so einem Eingang. Und hier auf, hier zu und hier auf. Oh, das sieht so cool aus, Leute. Okay, aber Leute, wir müssen natürlich unsere Bananen hier verteidigen. Das heißt, wir machen hier erstmal draußen Stachel hin. Weil das passt auch irgendwie zu meinem Haus. Weil, ihr wisst ja, gelb und braun wie eine Banane muss es sein. Ah, so. Was erzählst du da, Odi? Ja, das ist so. Oh, lass mich doch mal. Und Leute, damit es noch sicherer wird, weil Braxy will mir die bestimmt klauen nachher, bauen wir hier außenrum ganz viele Laser hin, Leute. Und dann wird Braxy niemals hier meine Bananen klauen können. So, das Dach hier. Schön mit dieser schönen Rinne, Leute. Zack. Und dann bauen wir hier außenrum Laser hin, Leute. Oh mein Gott, das wird so cool aussehen. Oh, hier überall müssen Laser hin. Einmal auf diese Seite. Einmal auf diese Seite, Leute. So, der letzte Laser. Und hier ist komplett sicher. Und das muss ich natürlich hier noch auf der ganzen anderen Seite machen, Leute. Los geht's. So, Leute. Jetzt sind hier auch die Laser. Und ich guck mal, was schon meine Freunde gemacht haben. Hallo, Braxy, darf ich reinkommen? Ja, komm rein. Hallo. Wow. Du hast ja schon so einen Fernseher und so. Hey, das ist ja übelst cool. Und eine zweite Etage sogar. Oh, Leute. Ich habe zwar keine zweite Etage, aber ganz hohe Dächer und lasergeschütztes Haus. Braxy, guck mal raus zu mir. Guck mal. Warte, ich guck gleich. Guck, du Blödkopf. Hör auf. Ey. Guck, du Blödkopf. Okay. Ey. Guck, Mann. Du Blödkopf. Oh, hör, Mann, hör auf. Oh, wir gehen raus, Leute. Der kann uns jetzt gar nichts mehr tun. Tschüss, Braxy. Oh, Lumi will ich gar nicht trollen, Leute. Weil Lumi hat nur so ein ganz kleines Haus. Wie krass soll das denn schon werden? Das sieht echt irgendwie mickrig aus, finde ich. Ja, so. Wir machen natürlich hier weiter, Freunde. Denn wir brauchen noch unser Gaming-Setup, wo wir ganz viele Minecraft-Spiele spielen. Dafür brauchen wir erstmal ein Laptop. Und zwar natürlich in der Farbe... Oh Mann, ich hätte gerne lila. Aber wir müssen jetzt gelb nehmen, Leute. Und wir brauchen ein Tisch. Und zwar nehmen wir diesen gelben Tisch, Leute. Weil das passt einfach zu meinem Haus dann. Und dann packen wir hier den Laptop auf und machen den natürlich auf. Na los, geh auf. Oh, Leute, das sieht so cool aus. Und wir brauchen natürlich noch einen Stuhl, Leute. Ganz, ganz wichtig. Wo ist mein Stuhl? Oh, und hier ist mein schöner Stuhl, Leute. Natürlich auch in gelb. Und so. Oh mein Gott, Leute, das Setup sieht schon richtig, richtig cool aus. Und wir müssen hier natürlich noch ein Wohnzimmer bauen. Deswegen brauchen wir erstmal ein Sofa. Und zwar nehmen wir das schöne gelbe Sofa. Oh, warte mal, Leute. Das sieht mehr nach Banane aus. Dann würde ich sagen, wir packen das Sofa hier hin. Oh, wie cool, Leute. Und natürlich brauchen wir noch einen Fernseher. Nehmen wir diesen großen und packen den einmal hier hin. Und das Sofa müssen wir hier ein bisschen ändern, Leute. Na, na, na. Mein Haus ist gleich fertig. Ey, meins ist auch gleich fertig, ihr Doofköpfe. Aber mir fehlt noch was ganz, ganz Wichtiges, Leute. Und zwar meine Actionfigur auf meinem Schreibtisch. Na los, komm. Und schaut ihn an. Er sieht ein bisschen aus wie Lumi. Okay, Leute. Wer sieht aus wie ich? Meine coole Actionfigur, du Blödkopf. Okay, Leute. Ich bin fertig. Seid ihr auch fertig? Ja. Noch nicht ganz. Doch, wir fangen bei Braxy an. Los. Hab ich jetzt beschlossen. Los, Mann, Lumi, komm zu fair. Mir. Du hast gesagt, du bist fertig. Ich hab nicht gesagt, ich bin fertig. Das war Lumi. Stimmt auch nicht. Ja gut, dann okay. Komm vorbei. Ich bin schon da. Lumi, komm. Du hast gesagt, du ich bist fertig. Komm, ja. Lumi, schau mal mein Haus an. Es ist so cool, ne? Wow. Mit Lasern und so. Hä, ihr wolltet zuerst mein Haus ja, anschauen. Ja, wir gehen jetzt zu deinem blöden Haus. Was ist das denn? Ja, also es sieht nicht schlecht aus, aber ich verstehe nicht, warum hast du hier draußen mit solchen hässlichen, komischen Blöcken gebaut? Das sieht voll doof aus. Komisch, Braxy. Aber ja, das muss ein bisschen Farbe kriegen. Immer Holz ist doch voll langweilig, Leute. Weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht. Lass mal hier reingehen. Okay, hier war ich ja schon. Was ist das denn für eine Einrichtung? Ich find's gar nicht schlecht, Lumi, wenn ich ehrlich bin. Ich auch nicht. Hier ist ein super cooler Kühlschrank. Ja, der Tisch ist viel zu altmodisch. Vor allem die Tischdecke gefällt mir gar nicht. Das ist mein Schreibtischtisch, du Blödkopf.
Den habe ich auch, nur in Gelb. Und hier oben ein Schlagzeug. Das Schlagzeug ist kaputt gegangen, Brixy. Oh, die. Entschuldigung. Also, ich muss sagen, ich habe leider nicht so viel Inneneinrichtung geschafft. Aber bei mir war es wichtig, dass mein Haus schön groß ist und man schönen Platz hat. Und vor allem, ich habe eine coole Aussicht. Nicht so wie ihr. Da, wo die Fenster hätten sein müssen, sind einfach Bücherregale. Du hast nicht mal Aussicht, Brixy. Voll aber langweilig. Aber ich wollte doch meine Freunde sehen. Ja, aber die siehst du nicht, weil Odi mit Laser gebaut hat. Okay, Leute. Ich würde mal sagen, ich gebe Brixy seinem Haus eine 7,5 von 10. Dann lass uns meins als nächstes anschauen. Nein, meins, Lumi. Und dann halt deins. Das ist das Bananenhaus mit Stacheln, damit Brixy meine Bananen nicht anfasst. Und hier, guck mal hier an der Seite, habe ich Laser. Die sind cooler als eure Häuser zusammen. Außer hinten brauche ich keine. Also, kommt mal mit. Aber das ist schon cool, oder Leute? Schon cool, Lumi. Sei ehrlich. Ja, also gefällt es hat auf mir. Jeden Fall was. Rot und Gelb passt immer gut. Komm zum Eingang. Guck mal, ich habe auch noch richtig coole Tiere. Einmal bitte rein. Wow. Sieht cool aus. So, dann habe ich hier, weil ja das Bananenhaus ist, Bananen hingemacht. Ganz, ganz wichtig, Leute. Richtig coole Bananen. Dann habe ich hier einen Fernseher mit einem Bananensofa. Und warum ist dein Fernseher einfach auf dem Boden und hat keine Kommode? Und das Sofa ist schief, gefällt mir gar nicht. Ey, ihr Blödköpfe, der Fernseher ist zu schwer und das Sofa war halt schief, weil es so war. Dann ist hier mein Setup. Und wie komme ich ins Bett rein? Jetzt warte, du Doofkopf. Jetzt da dürft ihr noch gar nicht gucken. So, hier ist mein Setup, hier kann man halt auch arbeiten und so und spielen. Wer hat... Ich weiß nicht. Hier ist meine Puppe, ich nenne die Lumbix. Wisst ihr auch, warum meine Actionfigur Lumbix heißt? Nein, will ich auch gar nicht wissen, ne? Oh, das steht aber für Lumi und Brixy, weil ihr meine Freunde seid. Oh, das ist voll cool. Ja, und das Highlight, Leute, ist das Himmelbett. Das geht nur bei Nacht, du Dummkopf. Aber ich will da rein. Ja, du musst dich da halt hinkriechen auch. Welche Note gibt ihr meinem Haus? Ehrliche Meinung. Ich muss ehrlich zugeben, das ist schon sehr Hightech. Das ist echt Hightech. Ja, Leute, das ist Hightech. Damit haben sie recht. Und ich glaube, die geben mir bestimmt 10 von 10 Punkte, weil das so cool ist. Also, ich würde ihm 8 Punkte geben, Brixy. Oh. Ich würde ihm auch 8 Punkte geben. Warum also, das ist auf jeden Fall besser als meins. Ja, du hast besser gebaut als Brixy, Odi. Okay, das ist ein guter Deal. Los, wir gehen zu Lumi. Mit so einem coolen Weg? Das ist ja voll klein und öde. Aber was habt ihr gegen mein Haus? Da ist doch nichts drin. Man kann sogar die Tür aufmachen. Hä, da geht's ja runter. Na. Wo geht's denn da hin, Leute? Was? Ja, aber noch zulassen. Aber das ist mein geheimer Raum. Aber wir haben gesagt, wir sollen ein Haus bauen und kein Tresor, du Doofkopf. Ich habe doch ein Haus gebaut. Leider bin ich mit der Inneneinrichtung nicht fertig geworden, da mein Haus so riesig war. Aber du hast doch vorhin geschrien, dass du fertig bist, du Dummkopf. Ja, lass uns reinschauen. Okay, mach die Tür auf. Ich mach sie auf. Wow, was ist das denn? Man kann hier überall hingucken. Ja, man hat den perfekten Ausblick auf die komplette Insel. Boah, das ist und wo schlafe ich? Cool. Ich habe doch gesagt, Brixy, die Einrichtung ist nicht fertig. Und aber wo ich habe schon. Fernseher? Die Einrichtung ist nicht fertig, immer noch. Und wo ist der Schreibtisch? Ja, du bist lustig, Odi. Okay, Brixy, was sagst du zu Lumi seinem Haus? Ich finde. Ja, sag du zuerst. Ich muss sagen, ich find's schön irgendwie. Aber es ist ja noch nicht fertig. Aber ich glaube, wenn's fertig gewesen wäre, wäre es richtig cool. Ich glaube auch. Und Leute, da das meine Farbe ist, muss ich Lumi hier gewinnen lassen, Leute. Von mir bekommt Lumi eine 10 von 10. Was? Das macht doch gar keinen Sinn. Warum? Weil da ist doch nichts drin. Aber das ist... Und außerdem sollten wir ein Haus bauen und das ist kein Haus. Natürlich ist das ein Haus. Du hast Fenster und kannst rausgucken. Oben ist doch ein Haus, Brixy. Ich find's cool, 10 von 10. Lumi hat gewonnen. Ich gebe ihm 2 Punkte. Zwei? 2 Punkte? Na warte, Brixy. Ihr seid so doof.
Okay, ich würde aber mal sagen, dann hat trotzdem Lumi gewonnen. Nee, ich habe gewonnen. Wenn du nur eine 2 gibst, ich eine 10, dann habe ich gewonnen. Das heißt, Leute, ich kann mir meine Farbe wieder zurückwünschen. Jungs, ich wünsche mir wieder lila zu sein. Hä? Leute, es ist nichts passiert. Odi. Meine Farbe zurück. Odi. Jungs, was? Oh, ich bin wieder lila, Leute. Oh, hä? Ihr seid ja wieder... Was meinst du denn? Oh, Leute, ich habe wieder meine Farbe. Und du bist wieder gelb. Und du bist wieder blau. Oh, cool. Hä? Odi. Was denn? Wir waren doch die ganze Zeit gelb. Was ist denn los mit dir? Ich war gelb und du warst blau und du warst lila. Hä? Ja. Lumi, irgendwas stimmt mit ihm nicht. Lass uns gehen. Irgendwas ist komisch. Es war doch so. Leute, ihr habt's doch auch gesehen. Naja, egal. Wenn jetzt alles wieder passt, dann lasst doch jetzt schnell ein Like da und ein Abo, Freunde. Wir müssen die 10.000 Abonnenten schaffen. Und ich würde mal sagen, hab euch lieb, checkt meine Freunde ab und tschüss.